Ja, Herr Burkhardt, da haben Sie sich ja mächtig aufgeregt und eigentlich für nichts. Aber fangen wir noch mal von vorne an. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, viele Barrieren verhindern nach wie vor in unserer Gesellschaft selbstbestimmtes Leben, gleichberechtigte Teilhabe, ja, einfach mitmachen, etwas benutzen. Besonders hartnäckig hält sich die Barriere in vielen Köpfen, dass Menschen mit Behinderung in Schon- oder Schutzräume gehören, wo sie dann beschult oder betreut werden. Vielleicht ist es auch diese Haltung, also behindert gleich unselbstständig, muss also betreut werden, die dazu führte, dass bislang der allgemeine Notruf nicht barrierefrei gestaltet ist oder eingerichtet ist. Und damit sprechen wir von einer Barriere oder einem Nachteil auch, der tatsächlich ja, schlimme, sogar tödliche Folgen haben kann. Das ist alles richtig ausgeführt. Aber immerhin, es gibt das Fax, wo man den Notruf absetzen kann, wobei klar, nur stationär, von unterwegs aus geht das nicht. Aber kommerzielle Anbieter zeigen uns schon seit langem, dass es anders geht. Es gibt die Notruf-App. Richtig. Der Nachteil hier ist die Zeitverzögerung, dass der Notruf über den Anbieter erst zur Rettungsleitzentrale geht und auch die Betroffenen die Nutzung dieser App aus eigener Tasche zahlen müssen. Also eine funktionierende Technik. Und richtig, wir müssen die hier einrichten. Die muss aber kostenfrei sein und die muss allgemein zugänglich sein und sie muss allgemein nutzbar sein. Für uns Grüne steht fest, wir wollen keine Interims, also keine Übergangslösung, wie Sie sie in Ihrem Vorschlag oder in Ihrem Antrag nach vorne stellen. Wir wollen keine Übergangslösung, sondern wir möchten eine tragfähige Lösung für die Zukunft, die auch Bestand hat. Und NRW als Modellregion bietet sich dazu geradezu an. Und unter Einbeziehung natürlich der Expertengruppe auf Bundesebene, nur weil die bislang gescheitert ist, heißt das ja nicht, dass wir die nicht aus der Verantwortung lassen, dass wir die aus der Verantwortung lassen, so rum. Also unter Einbeziehung der Expertengruppe auf Bundesebene, unter Einbeziehung der betroffenen Verbände und natürlich auch der kommunalen Spitzenverbände werden wir hier in Nordrhein-Westfalen ein Notrufsystem für Menschen mit Hörschädigung, Sprachbehinderung und Gehörlose einrichten. Und es soll eine Testphase geben und gegebenenfalls muss das ja auch noch verbessert werden. Und wenn sich dieses System bewährt hat, dann kann das tatsächlich bundesweit eingeführt werden. Und hierin liegt doch der Vorteil auch unseres Vorschlags, unseres Antrags. Wir haben ein einheitliches System statt unter Umständen 16, also in jedem Bundesland ein eigenes, womit den Betroffenen auch nicht geholfen ist. Denn sobald sie die Grenzen eines Bundeslandes übertreten, stehen sie wieder quasi gehörlos und sprachlos da. Also, wir haben ein einheitliches System. Wir haben nicht den Bruch von einer Interimslösung in eine endgültige Lösung. Land und Bund sind in der Verantwortung. Und wir sind zuversichtlich, dass das auch in diesem Jahr installiert werden kann, auf den Weg gebracht werden kann, sodass die Betroffenen dann auch im Notfall ihren Notruf absetzen können. Und ich bitte doch wirklich, ich meine, wir verfolgen hier tatsächlich ein Ziel, bitte da wirklich um breite Zustimmung. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin.